Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr habt ja sicherlich in den letzten Monaten mitbekommen, wie viel Spaß ich mit diesem One Wheel gehabt habe, mit dem One Wheel Pint. Also dabei handelt es sich hier um dieses Einrad. Es ist elektrisch betrieben, ein sogenanntes Balance Board. Wenn man dieses Teil anmacht und draufsteht und sich nach vorne lehnt, dann schießt man nach vorne, und wenn man sich nach hinten lehnt, bremst das Teil ab. Also es ist ganz intuitiv und da ist echt einiges an Technik drin verbaut, dass man einen riesen Spaß damit haben kann. Und mit dem One Wheel Pint bin ich jetzt so die letzten 6, 7, 8 Monate über Feldwege gefahren und ja, habe einen riesen Spaß damit gehabt, bis auf eine Kleinigkeit. Und zwar hat mir die Reichweite einfach nie ausgereicht, weil das One Wheel trägt einen circa 11 Kilometer. Und das ist so der einzigste Wärmetropfen. Man muss eigentlich nach 5 Kilometern schon wieder umdrehen, und 5 Kilometer hat man eigentlich schnell drauf. So circa nach einer halben Stunde hat man ja schon die Akkuwarnung auf meiner Apple Watch oder auf dem Handy, weil Handy und die Uhr sind auch automatisch mit Bluetooth mit dem Gerät verbunden. Ja, und dann muss man wieder die Heimreise antreten, gerade wenn es richtig Bock und Spaß macht, in der Natur damit zu fahren. Ja, da habe ich mich mal umgeguckt auf der Webseite von Future Motion, weil Future Motion sitzt in Kalifornien, die haben diese Teile gebaut, und die haben noch eine größere Variante, also mit mehr Reichweite, mit einem noch stabileren Brett, gerade fürs Gelände, und es ist heute angekommen und das möchte ich euch heute vorstellen. Das One Wheel XR. Jetzt ist es da. Und hier steht es: 19 bis 29 Kilometer Reichweite. Wow. So, dann schauen wir mal, was da drin ist. Aha. So sieht es aus. Was ist da noch dabei? Fettes Ladekabel. Das ist mal eine ordentliche Box. So. Ja, also es unterscheidet sich schon deutlich von der Größe. Die Footpads sind schon mal viel, viel breiter und länger als das vom Pint. Mal der Gegenhalte. Seht ihr das gute 10 cm länger, das Teil. Und auch dieser Go-Kart-Reifen ist wesentlich breiter als beim Pint. Jetzt fahre ich mal das Pint beiseite. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum habe ich mir diese komische Plastikabdeckung noch mit dazu bestellt, die dient einfach dazu, dass man keine Steinchen in den Turnschuh reinbekommt. Weil wenn man schnell unterwegs ist, gerade auf Schotterstraßen, wirbelt dieses Go-Kart-Rad diese ganzen Spitzsteine hoch, und die landen meistens im hinteren Schuh. Auch gerade wenn man mal durch Regen oder Matsche fährt, könnt ihr den hinteren Schuh schnell sauber machen danach. Deswegen gibt es hier diese Fender, diese Schutzkappen. Die werden einfach verschraubt und dann bleibt der Dreck einfach in diesem Teil hier hängen. Und ich habe keinen Stress mehr damit. Vielleicht wissen Sie auch einige von euch, ich bin früher sehr viel Skateboard gefahren, war da auch ein paar Jahre professionell dabei und habe eigentlich diese ganzen Segways, die man auf den Straßen sieht, immer nur belächelt, weil es einfach so für mich spackomäßig ausgeschaut hat oder immer noch ausschaut. Dann kam jetzt dieser Trend mit den Elektrorollern. Das ist auch ziemlich albern, für mich zumindest, weil ich es einfach gewohnt bin, auf irgendeinem Board zu stehen, sei es jetzt Snowboard, Surfboard oder eben Skateboard. Ich bin es wirklich gewohnt, seitlich auf dem Brett zu stehen mit einem Bein vorne. Also diese parallele Fahrweise wie auf Inline-Skates, die taugt mir überhaupt nicht. Und deswegen habe ich einfach so einen wahnsinnig großen Spaß an diesem One-Wheel, weil man steht wie auf dem Snowboard oder Skateboard drauf und cruist so durch den Wald oder durchs Gelände. Ich erhoffe mir von dem XR jetzt nicht nur eine längere Reichweite, also bis zu 29 Kilometer kommt man damit, sondern auch noch mehr Stabilität im Gelände, wenn ich ja über Feldwege fahre oder durch den Wald fahre oder so. Der Preis von so einem XR
ist wirklich mal eine Ansage. Aber wie es so ist, wenn man ein Hobby hat und dafür brennt, dann schaut man nicht immer aufs Geld und investiert da Kohle rein, vor allem wenn man da ein paar Jahre Spaß mit hat. Und der Spaß ist garantiert. Ich bin von dem One Wheel Pint ab dem ersten Tag sowas von angefixt gewesen und fand es so geil und ja, habe es überhaupt nicht bereut, das Ding gekauft zu haben. Also ich habe da sehr schnell Blut geleckt nach dem Pint. Und ja, jetzt freue ich mich einfach über das XA, dass ich das ausprobieren kann. Ja, und wenn mich Leute auf der Straße ansprechen, was fährst du da für ein verrücktes Ding? Dann müsste ich eigentlich sagen, das hier ist das gefährlichste, selbstbalancierende Einrad, aber auch zugleich das allergeilste Self-Balancing Board auf der Welt. Warum das Ding so gefährlich ist, schaut einfach mal auf YouTube nach One Wheel Slams oder One Wheel Stürzen. Da seht ihr, wie es die Leute zerlegt, wie die sich das Schlüsselbein brechen oder die Handgelenke einfach brechen und auf den Asphalt bei voller Fahrt klatschen. Und das aus folgendem Grund, weil sie die Gebrauchsanleitung von dem Ding nicht gelesen haben, beziehungsweise sie kennen nicht die allerwichtigste Regel, den Pushback, oder sie ignorieren ihn einfach. Und mit Pushback ist Folgendes gemeint: Wenn das Board die maximale Höchstgeschwindigkeit erreicht hat, ja, also das ist jetzt hier vorne, und das Board erreicht irgendwann die maximale Höchstgeschwindigkeit, sagen wir mal 30-32 km/h, dann überhitzt der Motor irgendwann. Und aus Schutz vor dem Motor oder aus Schutz vor dieser Überhitzung schiebt das Board automatisch die Nose nach oben und bremst das Board ab. Und wenn man dann mit aller Kraft dagegen ankämpft und weiter auf die Nose runterdrückt, um noch weiter zu fahren und noch schneller zu fahren, dann stoppt das Board mitten in der Fahrt und dann lernt ihr erstmal einen Asphalt kennen. Und das bei voller Fahrt. Ja, und es ist auch so, anders wie beim Skateboard oder bei einem Roller, kann man mit diesem One Wheel nicht bei voller Fahrt einfach abspringen. Das funktioniert nicht, weil ihr steht seitlich zur Fahrtrichtung. Und also das würde nicht hinhauen. Also man muss tatsächlich vorsichtig sein. Und da das One Wheel jetzt, dieses XA zumindest bis auf 32 km/h auch im Gelände geht, habe auch ich mir jetzt einen Helm gekauft dafür, weil das ist mir einfach zu krass. Also das Ding so schnell im Gelände zu fahren, und der Helm gibt mir dann zumindest ein ganz kleines bisschen mehr Sicherheit. Und den werde ich ab sofort auch ganz oft tragen. Ja, aber die Ingenieure haben mit diesem One Wheel XA von der Firma Future Motion ein richtig geiles Teil geschaffen. Also hier sind Sensoren in dem Board verbaut und das Board merkt, wenn vorne der Fuß auf diesen beiden Sensoren draufsteht und auch der hintere Fuß. Und sobald man hier parallel schön draufsteht, hält dieses Board das ganze Gerät richtig schön in der Waage. Und dann funktioniert es eigentlich sehr intuitiv. Also wenn man Gas geben will, nach vorne fahren will, muss man sich einfach nur leicht nach vorne lehnen und dann gibt es den Gas. Wenn man bremsen möchte, lehnt man sich leicht nach hinten und das Ding bremst. Absteigen funktioniert so, dass man dann mit beiden Füßen, wenn man zum Stehen gekommen ist, gleichzeitig runterhüpft. Oder man hebt einfach die Ferse nach oben. Weil dann merkt diese zwei Sensoren, merkt man, okay, der Fuß steht nicht mehr sicher auf dem Ding, der Fahrer möchte absteigen. Also wenn man die Ferse anhebt, ich zeige es mal, wenn man die dann so anhebt, dann stoppt das Ding und kippt einfach so leicht nach hinten und dann kann man absteigen. Aber ich hüpfe eigentlich meistens mit beiden Füßen gleichzeitig ab, wenn ich stehen möchte. Ja, was auch ganz cool ist, man kann dieses One Wheel, wenn es an ist, mit dem Handy verbinden und dann kann man sich so seinen eigenen Fahrstil oder seinen eigenen Fahrmodus auswählen. Und hier gibt es einen Beginner-Modus, der Mission heißt, und dann noch weitere Modi, zum Beispiel, dass die Nose immer sehr steil nach oben steht, wenn man steile Berge hochfahren will. Oder eben mein Lieblingsmodus, den Delirium-Modus. Da fährt das Ding wirklich 32 km/h, auch mitten auf Waldwegen, Forstwegen, auf der Wiese. Da geht es richtig ab und da ja, entfaltet dieses Board die tatsächliche Power. Also ist Wahnsinn. Man kann aber auch seinen eigenen Custom-Modus bestimmen. Also das heißt, man kann die Aggressivität von diesem Gerät einstellen. Man kann, die Car-Fähigkeit von dem Ding einstellen. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Also das ist richtig geil. Aber bisher habe ich diese Custom-Modi noch nicht gebraucht. Ich fahre einfach immer in dem Delirium-Modus.
Ja, und das Ding ist einfach super flexibel. Man kann auf der Straße mitfahren, auf der Wiese, auf Schotterwegen, Waldwegen, also eigentlich überall auf Sand, bloß nicht auf Wasser. Aber das sollte eigentlich klar sein. Ja, und von der Akkureichweite ist es so, dass man mit dem Onewheel XA ca. 25 Kilometer weit kommt. Und wenn der Akku dann mal leer ist, ja, dann lädt man in 1,5 Stunden irgendwo auf und dann kann es weitergehen. Das Onewheel an sich ist ziemlich schwer, das Gefühl 12, 13 Kilo und beitragen kann man es nicht. Es hat zwar hier diesen Handle, ja, man kommt auch mit den Fingern einigermaßen rein, aber es ist tatsächlich richtig, richtig schwer. Ja, jetzt zeige ich euch ganz kurz, wie das funktioniert, wenn man nach vorne fahren will, wie man nach hinten fahren kann und wie man am besten abspringt. Also, hinterer Fuß steht schon mal sicher drauf. Dann platziere ich den vorderen Fuß auch schön auf dem Pad und dann kommt das Board automatisch in die Waage. Zack, jetzt steht es einfach in der Waage. Und wenn ich mich jetzt nach vorne leicht lehne, fährt es nach vorne. Will ich nach hinten fahren, fährt es nach hinten. So funktioniert es. Und wenn man abspringen will, muss man das mit beiden Füßen gleichzeitig machen. So. Oder? Oder man hebt einfach die Ferse und dann bleibt es auch automatisch stehen. Also ich zeige es nochmal. Auch vielleicht von der anderen Seite. Nach vorne, nach hinten. Jetzt hebe ich die Ferse. That's it, Leute. Mehr ist es nicht. So kann man absteigen. Und ich finde tatsächlich, das Absteigen ist somit das Schwierigste am Anfang. Das sollte man tatsächlich wirklich in einer ruhigen Minute als allererstes üben. Ja, ansonsten kann man sagen, dass man nach einer halben Stunde mit dem Ring richtig gut zurechtkommt und irre Spaß damit hat. Gut, machen wir eine kleine Tour. Das Board kommt tatsächlich dem Snowboardfahren echt am nächsten. So ähnlich wie Powder, nur auf der Straße. Auch wissen, das Onewheel ist kein Gerät, mit dem man Höchstgeschwindigkeiten fahren kann und auch soll. Es soll einfach nur Spaß machen, mit dem Ding zu carven und wie gesagt in jedem Gelände einfach auf seine Kosten kommen. Wenn man das ein bisschen beherzigt, ist es ein richtig geiles Teil. Und wie es halt so ist mit Hobbys, das Ding kostet richtig viel Kohle, ich glaube 2200 Euro oder sowas. Aber wenn man richtig viel Spaß damit hat und es fast jeden Tag nutzt, ist es cool. Und jetzt auch hier gerade in Südtirol, hier in Italien im Urlaub, mache ich es so. Ich lasse es einfach immer im Kofferraum stecken und kann da am Abend hier die Gegend nochmal erkunden. Also, ich sage bye bye, Leute.
schaut euch noch ein paar Fahrsequenzen von mir an. Ansonsten schöne Grüße heute aus Südtirol. Und